Hi, Möhrchen. Hi, Pferdeäpfelchen. Darf ich reinkommen? Ja, klar. Fest fertig. Darf ich dich mal was fragen? Sicher. Was läuft da zwischen dir und Tristan? Ich gehört, ihr habt ein Date. Warum sagst du mir davon nichts? Weißt du das denn schon wieder? Andi. Diese Tratschtante. Also stimmt's. Ja. Das hat doch nichts zu bedeuten. Möhrchen, alles bedeutet irgendwas. Komm. Erst behandelt er mich tagelang wie Luft und dann lädt er mich plötzlich zum Essen ein. Der ist schon ein komischer Vogel. Ja, er ist vielleicht im Moment ein bisschen schräg drauf. Dabei mag ich es eigentlich gerade. Er kann aber auch unheimlich charmant sein. Ich weiß, die Trennung zwischen Marlene und ihm ist ein bisschen krass abgelaufen. Aber, naja, ich war auch mal kurz mit ihm zusammen. Kurz. Weißt du, ich erwarte ja gar nichts von einem Date mit Tristan. Und außerdem findet es ja wahrscheinlich sowieso nicht statt. Ich meine, er meldet sich. Ja, so ist er. Immer ein bisschen mysteriös. Das ist bestimmt Dana, die was vergessen hat. Kannst du mal aufmachen? Ich muss dir die Hände waschen. Ach, Dana. Oh, hi, Andi. Ist Bella da? Ah, wir hatten nichts ausgemacht und da habe ich mir gedacht, ich komme einfach mal vorbei und entführ dich. Tja, das ist aber leider schlecht, denn heute kommt der World Sports Award im Fernsehen. Und, Bier, Fernsehen, Pizza. Manchmal gibt's nichts Besseres, oder, Bella? Wir wissen doch alle, dass Fernando Torres das Ding kriegt. Hab ich doch gesagt. Also, wie sieht's aus? Okay, ich hol meine Jacke. Ziehst diese miese Tour doch nur ab, damit du diese Wette gewinnst. Ich finde Bella einfach ziemlich scharf. Und ich würde auch ohne unser kleines Duell versuchen, sie zu verführen. Und du findest sie doch auch ganz schön sexy, oder etwa nicht? Ich poliere dir gleich deine Blöde. So, können wir? Tschüss, Andi. Ciao. Tschüss, Andi. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Kann eigentlich schon allein aus dem Auto aussteigen. Guten Abend, Graf Lahnstein. Guten Abend, gnädige Frau. Das ist ja wie eine Zeitreise in die 50er. Hast du den extra bestellt, um hier Eindruck zu schinden? Irgendjemand muss den Wagen parken. Klar, aber ein bisschen unterwürfig ist er schon, oder? Was meinst du? Wie wäre es mit einer kleinen Schlossführung? Beim letzten Mal hast du ja nicht alles gesehen. Klar, gerne. Gut. Ich habe zum späteren Candlelight-Dinner geordert. Okay. Hoffentlich sind das nicht nur so drei Erbsen unter der Käseglocke. Ich hab richtig Hunger. Keine Sorge. Ich krieg dich schon satt. Nach dir. Danke. Will ihr bestimmt mit seiner ganzen Kohle den Kopf verdrehen. Und zieht dann dieses VIP-Verführerprogramm ab. Eine Frage hätte ich dann mal. Naja, und welche? Wie bitte konntest du dich in eine Frau verknallen, die angeblich auf diese ganze Glamour-Kram-Nummer reinfällt? Hast du da mal drüber nachgedacht? Also erstens, du wirst niemandem sagen, dass ich in Bella verknallt bin. Und zweitens weiß ich doch, wie sowas abläuft, Olli. Ach ja, und wie läuft sowas ab? Na, da werden ganz schwere Geschütze aufgefahren. Wahrscheinlich hat er alles so arrangiert, dass sie sich ganz dicht gegenüber sitzen, sodass er sie zufällig berühren kann. Dann kommt irgendwann die Fütternummer. So eine Schoko-Erdbeere oder so ein anderes High-End-Erotik-Obst. Augen zu. Und sie, weil es wahrscheinlich auch wirklich toll schmeckt, wird dann sowas machen wie... Und er schenkt ihr dann schön Shampoos nach, damit sie willenlos und freizügig fühlt. Im Hintergrund läuft die ganze Zeit so eine Fahrstuhlmusik und er wird sie fragen, ob sie mit ihm tanzen will.
Sie wird's auch noch tun. Obwohl sie so beduselt im Kopf ist, dass sie noch nicht mal gerade auf den Beinen stehen kann. Und dann ist der Moment gekommen, wo er zum Angriff übergeht. Sie ist so rammdösig in der Birne, dass ihr in dem Moment alles egal ist. Und die Falle schnappt zu. Du hast echt eine blühende Fantasie. Was denn? Sowas kommt vor. 86er Gewürztraminer tauscht ein Zimlinger. Ein legendärer badischer Jahrgang. Mineralischer geht's kaum. Du musst lauter sprechen, sonst höre ich dich hier hinten nicht. Was ist das? Foie gras aus dem Périgord. Ist das dieses Zeug, wo sie den Gänsen Metallrohre in den Hals rammen, um ihnen den Magen mit Fett vollzupumpen? Es ist eine sehr alte, sehr französische Tradition. Es ist eine sehr kranke Tradition. Sowas esse ich nicht. Okay, wenn du es einfach haben willst, dann versuch den Kaviar. Was ist denn ein Kaviar? Bitte einfach. Beluga und Wodka, ein klassisches russisches Arme-Leute-Essen. Es ist echt süß, dass du überhaupt nicht mitbekommst, wie dekadent das hier alles wirkt. Lass mich raten. Du hast gedacht, ich serviere hier Pommes mit Currywurst und Flaschenbier, um dich zu beeindrucken. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Ich verderbe mir nie den Magen, um eine Frau rumzukriegen. Selbst wenn sie's wert ist. Die karamellisierten Baby-Oktopusse waren nicht schlecht. Das stimmt. Aber auch ein bisschen übertrieben. Weißt du, ehrlich gesagt, ich verstehe immer noch nicht so ganz, was der Zauber hier soll. Das weißt du nicht? Nein, das weiß ich nicht. Naja, das ist meine zugegeben etwas großkotzige Art und Weise, Danke zu sagen. Wofür? Erinnerst du dich noch an meine Hochzeitsnacht? Oder besser gesagt an das, was von mir übrig war? Ja. Wer weiß ohne dich? Vielleicht wäre ich aus dem Fenster gesprungen. Ja, aber hinterher hast du mich behandelt, als wäre ich Luft. Ich war in der Krise meines Lebens. Ich wusste gar nicht mehr, was um mich herum passiert. Tut mir leid. Mir irgendwie auch. Du hast mir damals sozusagen das Leben gerettet. Und dafür will ich dir heute Danke sagen. Okay. Ich will einfach, dass du weißt, dass das, was du für mich getan hast, nicht selbstverständlich für mich ist. Tschüss. Prost. Sehr gemütlich habt ihr es hier. Ja. Das heißt nicht, dass das alles auch glücklich macht. Bist du einsam? Warum sollte ich? Du bist doch da. Das habe ich nicht gemeint. Du hast doch Marlene sehr geliebt. Ja, das habe ich. Glaubst du, man kann immer wieder anfangen? Oder ist man irgendwann einfach der, der man ist und hat gar nicht mehr die Kraft, sich zu verändern oder nach vorne zu schauen? Noch einen Schluck Wein? Entschuldige, ich wollte nicht in deiner Wunde rumstochern. Vielleicht haben wir auch einfach schon lang genug geredet. Was schlägst du stattdessen vor? Wir könnten auch in meine Suite gehen. Und dann? Ich denke, du weißt genau, was dann kommt. Und du wirst es nicht bereuen.